Der Feiertag in den Staaten ist vorbei und wie sieht es an den Märkten aus? Für den DAX nicht optimal, zumindest mal nicht aus der Sicht, die ich ja schon mal angedeutet hatte, die ich total schön gefunden hätte. Was ist passiert? Ihr erinnert euch, geben wir ruhig mal auf diese Skizze hier ein. Das ist hier im 5-Minuten-Chart der DAX-Index. Wir haben gesagt, Mensch, nachdem der Kurs doch hier eigentlich ganz schick unterwegs war, völlig überlappungsfrei nach oben, wenn er jetzt korrektiv in diese blaue Kiste hier reingelaufen wäre, da wäre ich sowas von überzeugt gewesen. Starke Bewegung hoch, wackelige Bewegung nach unten, ähnlich wie wir das hier hatten. Entweder dreiwellig, das hätte ich auch völlig okay gefunden. Also hier irgendwie A, B, C in diese Kiste rein, wäre ebenfalls ein Korrektivmuster gewesen und hätte uns gegebenenfalls an den Zwischenhochs vielleicht sogar hier unten dann irgendwie ermöglicht, einen Long-Einstieg zu suchen. So, aber man muss nicht wirklich scharf hingucken, wenn ich vergleiche, das wäre korrektiv dreiwellig. Ja? Ihr seht, dreiwellig ist A, B, C, das ist eine Seitwärtskorrektur oder hier eine scharfe Korrektur. A, B, C, alles wunderbar. Das heißt, alles wäre korrektiv gewesen in diese Kiste rein. Aber genauso ist es bisher nicht gekommen. Und das lässt mich zweifeln, ob meine bullische Idee, die ich jetzt hier in diesem kurzfristigen Bereich hatte, vielleicht nochmal einzusteigen, nochmal ganz kurz, A, B, C, ich wäre hier eingestiegen, vielleicht auch hier, wenn ich da irgendwie was finde, mit Wendecharakter, vielleicht auf kleinerer Ebene, Schub hoch, wackelig. Das sind alles so Indizien, die mich auf die Kaufseite gelockt hätten, denn die Vorbedingungen waren gut und ich hätte einen günstigen Preis gehabt. So, jetzt bin ich aber total irritiert, weil die Marktteilnehmer haben gesagt, ja, Rüdiger, blöde Idee, was du da auch immer erzählst. Das ist in unsere Richtung aktuell. Und wenn ich mir die jetzt angucke, dann sage ich, das ist eine scharfe Richtung. Das heißt, umgekehrt, diese Idee ist jetzt eigentlich schon obsolet. Kann ich das eigentlich wegmachen? Und jetzt ist umgekehrt, sobald der Kurs nach oben kommt, ich deute das mal hier an, sobald der Kurs nach oben kommt und dann seinerseits in der Aufwärtsbewegung, die wieder 38, 50, 61, 8. Ich habe es ein bisschen größer gemacht. Ich hoffe, dass ihr es besser lesen könnt. Ich werde es trotzdem ankündigen. Vielleicht mache ich es aber noch mal eine Stufe größer. Dann könnt ihr es vielleicht noch besser mitlesen. Also die untere Seite der Kiste ist ungefähr bei 16.000 hier beim Index. Die Oberseite ist ungefähr 16.100 hier beim Index. Wenn der Kurs da reinläuft und ihr erahnt es, das muss er natürlich korrektiv, dass das die starke Seite ist, das die schwache Seite, dann bin ich bärisch. Und wer jetzt schon wieder stinkig ist mit mir, ich bin kurzzeitig bärisch. Das hat mit dem übergeordneten Bild überhaupt nichts zu tun. Wir sind hier im 5-Minuten-Chart, aber das wäre eben dann eine schwache Aufwärtsseite. Trigger auf der Unterseite würde erwarten lassen, dass das, was wir hier haben, eben nochmal passiert und wir also dann nochmal diese Zone hier unten, das sind die Tiefs, die wir hier Ende Juni hatten. Das Ende Juni ist gut. Naja, doch Ende Juni kann man sagen, sind ja schon im Juli jetzt drin, also im 26. rum hatten, dass die nochmal angegriffen werden. Also das ist nicht etwas, was im ganz großen Bild alles Bullische jetzt kaputt macht, aber das ist vorläufig eine Ausrichtung nach unten. Vorsichtig, bis jetzt habe ich nur das Ding. Und ihr wisst, ich bin mit meiner Aufwärtsidee enttäuscht worden, weil er nicht korrektiv gelaufen ist. Das hat jetzt keinen Schaden verursacht, weil wir ja noch keinen Long-Einstieg hatten. Aber es ist nicht zwingend, dass das hier passiert. Aber wenn das passiert, dann bin ich zumindest mal mit den Ideen, wie wir normalerweise an den Markt rangehen, auf der Short-Seite unterwegs und Trigger sind dann eben diese Zwischenmarken, die wir da eben entsprechend haben. Das heißt, ihr seht, was ich für ein elender Wendehals bin. Immer dann, wenn ich eine Seite stark sehe und die andere Seite danach schwach wird, gehe ich mit der starken Seite. Und wenn sich das ändert, wenn die andere Seite auf einmal die starke ist und die andere dann die schwache, und dann wechsle ich in die andere Richtung. Im Übergeordneten spielt das allerdings gar nicht so eine große Rolle aktuell. Ich gehe nochmal auf den 4-Stunden-Chart, das ist eine Skizze, die ich euch schon mehrmals gezeigt habe. Ich bin früher, als der Kurs noch nicht ganz so weit war, ja eigentlich davon ausgegangen, dass der Kurs irgendwie sowas hier macht vielleicht und dann nochmal hier in diese blaue Kiste reinläuft. Ein bisschen früher, ein bisschen später, vielleicht sogar direkt reinläuft, das wäre alles in Ordnung gewesen. Also wir sind ja mal davon ausgegangen, dass das durchaus realistisch ist. Allerdings, nachdem der Anstieg, blenden wir doch gerade ein, sehr dynamisch war, überlappungsfrei nach oben, sah ich die Chance oder Gefahr, je nachdem, wie ihr sehen wollt, dass er gar nicht mehr bis runter geht, sondern nach einer Korrektur eben nach oben geht. Das war das Bild, was ich glaube, am Montag noch erzählt habe. Und ich glaube, am Freitag haben wir schon so ein bisschen angedeutet, weil der Anstieg hier schon relativ gut war. Aber in den letzten Tagen sah es danach aus,
Aber nachdem es jetzt nicht korrektiv runter gibt, gibt es keine Einstiege für die Long-Seite. Im Gegenteil, jetzt gibt es die Chance, dass es hier wackelig hochgeht. Das, was wir eben im 5-Minuten-Chart gezeigt haben, dass es nochmal runtergeht und uns dann eben nochmal in diesen Bereich reinführt und später dann für Longs nochmal sorgt. Das ist nicht zwingend, dass der Kurs hier dreht. Das wäre aber, wenn es ein bullisches Bild ist, erwartbar, dass der Kurs irgendwie im Umfeld von 15.600, 700, irgendwie sowas in der Richtung dreht. Vielleicht sogar ein bisschen tiefer noch. Von mir aus auf 15.500. Und wenn es 400 ist, ist auch theoretisch noch in Ordnung. Denn wir dürfen nicht vergessen, wenn wir uns das hier angucken, also diese Länge und dann diese Länge, da kann man theoretisch sagen, ja gut, also bis 15.400 ist das alles noch in Ordnung. Es ist denkbar. Ich weiß, dass wir viele haben, die sagen, Mensch, es sieht doch so doof aus an den Märkten. Wir brechen jetzt nach unten weg. Das ist absolut denkbar. Aber es ist nach wie vor in der übergeordneten Sicht immer noch ein bullischer, auch noch völlig intakter Aufwärtstrend. Also aus der Sorge heraus kann ich verstehen, dass man sagt, jetzt kommt das. Das ist absolut realistisch möglich. Aber es ist eben auch das, beziehungsweise Richtung 18.000, das war ja eine Marke, die ich hier ausgerufen habe, aktuell, ist ebenfalls möglich. An dem 18.000er Modell bleibe ich vorläufig auch kleben, solange wenn ich unter dieser Marke, die habe ich letzte Woche so häufig erklärt, das machen wir jetzt nicht nochmal. 15.100, 200, also da möchte ich nicht nochmal unten durchgehen, das würde mir echt Sorgen machen. Dann würde ich sagen, naja, vielleicht sehen wir die 18.000 nochmal, aber vorläufig ist das erstmal kein Thema. Solange der Kurs oberhalb bleibt, gibt es zwar die Chance für diese Abwärtsseite, aber ich muss mich darauf jetzt nicht besonders vorbereiten, weil es gibt immer eine Chance, dass der Kurs nochmal massiv dreht. Also übergeordnet, nach wie vor bullisch, gegebenenfalls eben mit dem Ausflug hier runter. Das halte ich im Moment jetzt für wieder etwas realistischer. Schöner wäre es gewesen, er wäre korrektiv hochgegangen, dann hätten wir da die Finte nicht, wären wir da nicht drauf reingefallen. Das wäre in Ordnung. Ich würde von diesem Rücksetzer bis in diesen Bereich absehen, wenn er jetzt nicht korrektiv hochgeht, sondern wieder impulsiv hochgeht. Es gibt ein bisschen so eine Chance, dass der amerikanische Markt nach oben geht, den gucken wir uns gleich an und dann wird der DAX vielleicht sagen, nö, machen wir das nicht. Im schlimmsten Fall habe ich hier halt keinen neuen Einstieg. Dann sind alle längeren Positionen, die auf das große Bild sind, weiterhin auf der Long-Seite. Einige von euch wissen ja, SAP Trade beispielsweise, Vonovia und was weiß ich, was wir alles da auf dem deutschen Markt auf der Long-Seite haben aktuell, Deutsche Bank. Dann sind die weiterhin wunderbar auf der Long-Seite eben mit dabei. Da spricht dann auch nichts dagegen. Und wenn der Markt diesen Umweg macht, dann ist das eben für zumindest mal die, die wir im großen Bild gehandelt haben, dann ebenfalls noch kein Problem. Kann man das aussitzen und dann später hoffen, dass es hochgeht. Und wenn es dann doch weiterfällt, dann wird man halt ausgestoppt. Hoffnungsvoll dann eben schon ein bisschen im Gewinn, weil wir bei einigen Sachen schon nachziehen konnten. Oder eben dann nicht mehr wirklich teuer. Also zusammengefasst, der DAX hat seinen direkten Move nach oben, jetzt erstmal konterkariert. Geht es in den nächsten Stunden wackelig hoch, dann würde ich tatsächlich die Shortseite bis in diese Kiste, die Marken habe ich eben genannt, nochmal bevorzugen. Alles oberhalb von 15.200, 100 in etwa beim Index sehe ich immer noch als ein bullisches Bild. Aber spätestens an der Stelle, da bin ich mir dann ziemlich sicher, dass wir mindestens mal hier hingehen. Und wenn wir schon da sind, dann müssen wir ernsthaft überlegen, ja, oder doch richtig bärisch. Dann kommt vielleicht das 8000er-Szenario. Was viele ja immer missverstehen, weil ich beide Szenarien genannt habe. Ich bin im Moment im Team 18.000. Das bleibe ich so lange, bis wir da drunter sind. Dann geht die Tür in beide Richtungen auf und ab einer gewissen Schwelle hier unten geht die Tür nach 18.000 selbst mit Umweg nochmal zu. Also, ich hoffe, dass das so ein bisschen klar geworden ist. Als Händler solltet ihr Wende halt sein, reagieren können auf den Markt und im Zweifelsfall halt sagen, okay, ich stoppe halt enger, dann muss ich das nicht erleiden. Oder ich stoppe weiter, aber dann muss ich die Stops auch so setzen, dass es den entsprechenden Bildern noch entspricht. So, also mehr kann man eigentlich hier gar nicht zu sagen. Im Moment ist die letzte Bewegung, wir sehen das hier im 4-Stunden-Chart noch, sehr scharf abwärts gerichtet. Da bin ich jetzt nicht so super auf bullisch eingestellt. Jetzt kurzfristige Bullenpositionen einzulösen. Falls ihr die Frage noch, weil ich die auch regelmäßig bekomme, aber machst du dann trotzdem Einzelaktien long? Ja, jede Aktie wird einzeln analysiert. Wenn ich nämlich immer sage, nee, immer nur, was der Index macht, dann verpasst man sehr viele Trades, die durchaus sinnvoll auch zur Absicherung des Portfolios sind. Da bin ich kein großer Freund davon. Und dementsprechend
Den DAX analysiere ich als DAX und jeden einzelnen Titel analysiere ich als jeden einzelnen Titel. Und wenn ich rausfliege, habe ich halt einen Verlust. Aber denkt immer dran, der ist ja verhältnismäßig klein im Gegensatz zur Gewinnseite, weil wir immer versuchen, relativ gute Chance-Risiko-Verhältnisse da uns rauszunehmen. Ihr seht, der Dow Jones, der hat immerhin nach dieser relativ starken Abwärtsseite, wir sind jetzt hier im 4-Stunden-Chart, Dow Jones Future ist das, relativ starke Abwärtsseite. Wir haben so ein bisschen vermutet, korrektiv hoch. Wenn es in diesem Bereich, dann hätte ich hier auf der Unterseite irgendwie Trigger gesucht. Es gab aber null Chancen hier auf der Short-Seite. Das war das, was wir letzte Woche mal so angedeutet haben, weil der Anfang einfach zu wackelig war. Also diese Long-Seite fand ich nicht attraktiv. S&P und Nasdaq sahen toll aus. Dow allerdings nicht. Dow ist aber trotzdem mitgestiegen. Da haben wir eher nach Shorts gesucht, allerdings keine Chance gehabt, Short zu gehen tatsächlich. Und jetzt sind wir immerhin hier über die 78,6er hinaus und damit ist dieses Shortbild auch statistisch nochmal deutlich beschädigt worden. Das schließt nicht aus, dass wir nochmal hier runtergehen. Das würde ich also nicht gänzlich ausschließen. Aber es ist auf keinen Fall im Moment mein bevorzugtes Bild. Sprich, ich würde jetzt nicht aktiv auf diesem Bild nach der Short-Seite suchen, also um hier nochmal einen Zwischenshort zu machen. Das ist hier aktuell für mich nicht interessant. Wenn ich langfristig bullish bin, sind wir ja hier, wir haben ja mehrfach drüber gesprochen, hier zum Beispiel Entry, hier war eine Entry-Möglichkeit für den Dow Jones. Wir haben es hier auch im Video immer wieder besprochen. Sind alle Rücksetzer in diese blaue Kiste völlig harmlos? 33.100, notfalls 33.050. Das wären so, wo ich sage, jetzt ist der Bullenmarkt erstmal gekillt und wir müssen damit rechnen, dass wir auch nochmal Richtung 31 gehen. Ja, also wenn wir 33.000 erreichen, ein bisschen höher, 33.50 unterschreiten, dann sage ich, ich bereite mich dann beim Dow vor auf 31.000. Aber solange wir oberhalb sind, sind das alles bullische Szenarien. Also selbst dieser Rücksetzer ist jetzt nicht eine Ankündigung, dass passiert, aber selbst dieser Rücksetzer wäre für mich immer noch, hey, cool, schön hoch, ABC runter und nochmal schön hoch. Also es wäre immer noch bevorzugt die Aufwärtsrichtung. Aktuell bin ich aber gar nicht so sehr darauf aus, dass er da runter geht. Noch muss ich nämlich sagen, auch wenn das hier vorne komisch war, das hatten wir vor kurzem uns genauer angeguckt, noch sieht das alles so aus, als ob das eher bullische Szenarien sind. Das heißt, wir hatten ja schon angedeutet, wir sind da drüber hinaus. Also das heißt, wir haben recht gute Chancen, dass das jetzt vielleicht die vierte Welle ist und jetzt die fünfte sich nochmal anschließt. Und dann hätten wir so ein bisschen ein Pendant zu dem, was wir vorher hatten hier. Und dann käme jetzt wieder so eine Korrektur. Dann käme hier quasi wieder so eine Korrektur in diese Mitte dieses Anstiegs rein und dann die nächste Fortsetzung. Also ihr seht das gleiche Bild, was wir vorher haben, eben nochmal. Das sind alles im Moment eher bullische Szenarien, die ich hier habe. Deshalb ist die Frage, ob der DAX, auch wenn er jetzt im Moment so doof aussieht, das wirklich voll ausreizt nach unten, wird er sich gegen den amerikanischen Markt stellen oder zumindest mal gegen die Geschichte. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, wenn der seinen Anstieg macht, und hier seine Pause, ist das die Zeit, während der seine Pause macht, dass der DAX nochmal runtergeht, wo wir das gesagt haben. Ja, also insofern, auch wenn die dann sich unterschiedlich anfühlen, wenn der korrektiv runtergeht, guckt euch nochmal an, da stehen wir aktuell. Unsere Idee ist nur eine Idee bis jetzt. Nochmal einmal nach oben und danach nach unten und weiter nach oben und zwar wieder mit Schmackes. Jetzt gehe ich nochmal auf den DAX. Wir erwarten jetzt nach oben, dann nochmal nach unten und dann nach oben mit Schmackes. Es ist genau das Gleiche, nur dass das Bild in einem anderen Rhythmus ist. Also diese Aufwärtsbewegung könnte übereinstimmen mit dieser Aufwärtsbewegung. Diese Abwärtsbewegung im Dow Jones könnte das Pendant sein zu dieser Abwärtsbewegung im DAX. Der ist ein bisschen heftiger vielleicht unterwegs und anschließend erwarten wir beim DAX ja den Anstieg. Das könnte dann wieder übereinstimmen mit dem nächsten bullischen Anstieg hier. Das heißt, ihr seht, obwohl die irgendwie ganz anders unterwegs sind, naja, wenn der Dow steigt, wird der DAX wahrscheinlich auch steigen und so weiter und so fort, nur eben in einem etwas anderen Rhythmus, nämlich bei dem einen ist das eine Korrektur, bei dem anderen ist das andere dann ein Impuls an der Stelle.
Also, Gegenläufigkeit wäre dadurch jetzt nicht wirklich in Gefahr. Wir gucken nochmal auf den S&P 500. Rücksetzer hier, haben wir auch schon mehrmals drüber gesprochen. Das ist so halbwegs das Pendant zu dieser Geschichte, die wir hier haben. Im Moment scheint er zu sagen, okay, wir machen das. Also das, was ich eben, dieses Anstiegsstück beim Dow, was ich gezeigt habe, das würde durchaus hier beim S&P auch passen. Anschließend hätten wir dann sowas wie zack, Pause, zack, Pause, zack, ein Fünfweller. Danach eine Korrektur wieder in die Mitte dieses Anstiegs wieder zurück und dann hätten wir anschließend wieder einen wunderschönen, eine Chance für einen Anstieg. Also ich sehe relativ gute Chancen, dass der Bullenmarkt nach wie vor gilt. Ich sehe im Moment jetzt keinen großen Trouble, dass das irgendwie kaputt geht. Ich würde mir aber wünschen, dass wenn dann die Abwärtsseiten immer möglichst korrektiv sind, das heißt dreiwellig oder eben überschneidend in die Lieblingszonen reingehen. Ihr kennt das, die Fibonaccis. Und dann ist das theoretisch kein Problem. Und das ist hier der Nasdaq. Und beim Nasdaq muss ich sagen, sehe ich das natürlich ähnlich. Das war hier so die 1, 2, 3, 4, 5. Dann die große Pause. Dann hier das. Dann wieder Pause. Er hat nicht überschnitten. Das wäre doof gewesen, wenn er sich hier überschnitten hätte. Und jetzt kommt quasi die fünfte Welle. Und dann zählt es natürlich. Wenn es dann korrektiv runtergeht, wieder so in die Hälfte rein, so ungefähr wieder diesen Bereich, dann haben wir da wieder den nächsten die nächste Anstiegsmöglichkeit. Also, so wie es aktuell aussieht, zeigen sich alle Märkte aus Amerika eigentlich weiterhin im bullischen Bild, den DAX auch, allerdings mit einer Chance, vorher nochmal den Umweg nochmal auf der Unterseite zu machen, in diese Kiste rein. Ich glaube nicht, dass sich großartig was aktuell geändert hat. Ich würde nicht in Panik geraten, aus übergeordneter Sicht, wenn der Kurs auch dieses Niveau nochmal erreicht. Aber je tiefer er dann runtergeht und je dynamischer, desto genauer müssen wir aufpassen, wird das nicht doch gefährlich. Aber bis dahin werden wir sicherlich noch zigmal reden können. Also kein Grund, da jetzt schon Panik für zu schieben. Also kleine Rücksetzer sind sowieso völlig in Ordnung. Wenn sie korrektiv sind, laden sie für Einstiege ein. Wenn es größere Rücksetzer, der nächst größere Rücksetzer war theoretisch hier diese Geschichte, das war hier wohl eher ein bisschen so zu zeichnen. Das wäre jetzt die nächste Größe, die ich jetzt eigentlich wieder erwarte. Also ihr seht, auch nach einem weiteren Anstieg, vielleicht sogar allerdings noch ein bisschen höher, rechne ich früher oder später damit, dass dann das hier irgendwann mal wieder passiert. Also damit müssen wir wohl rechnen, dass das irgendwann passiert. Aber auch das würde das bullische Bild nicht kaputt machen. So, in diesem Sinne. Also nicht notwendigerweise kaputt machen. Und ob es kaputt geht, das werden wir zeitnah uns angucken. So, in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute. Toi, toi, toi bei eurer Umsetzung. Ich hoffe, dass ihr ein paar Impulse von mir mitbekommen habt, wie ihr die Impulse im Markt sehen und handeln könnt. In diesem Sinne, euch alles Gute und liebe Grüße.